Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Diesmal nicht wundern, dass es ein bisschen größer ist, weil das Paket ist, ich habe es kleiner erwartet. So. Oh, ja, ja, ja. Uiuiuiui. Na komm doch raus, du Drecksau. Also beschissen verpackt. Die Folie ist nämlich hinter dem Styropor gewesen. Ach, hier sind auch Kabel mit bei. Netzteil. So. Ich zeige euch gleich, was alles bei ist. Ich muss das hier nur irgendwie hinkriegen. So. Oh. Meine Fresse. Nervt mit den großen Kartons hier. Ey. So. Wir haben einmal hoppala, den 32 Zoll Bildschirm. Das wird ein Akt, das gleich aufzubauen. Und wir haben ein Anleitungsheft mit CD. Warum CD? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir uns gleich mal an. So, wir haben aber auch Kabel mit bei. Einmal Strom. Ja, seht ihr das? Und ich hoffe, dass es DVI ist, weil DVI habe ich nicht. Nein, es ist natürlich ein HDMI-Kabel. Ganz toll. HDMI-Kabel habe ich genug. DVI wäre jetzt wichtig gewesen. Dann haben wir hier den Zwischeneinsatz und den runden Fuß. Jetzt gucken wir uns das mal auf der anderen Seite an hier. Wenn wir das hier irgendwie aufkriegen. Da haben wir dann einmal eine CD mit Telefonnummern, wenn Probleme sind, und User Manual, also Bedienungsanleitung, wie erwartet. So, dann haben wir eine kleine russische Karte mit bei. Dann haben wir hier Wentry Card in mehreren Sprachen. Garantie, also Deutsch ist auch mit bei. Dann haben wir hier nochmal einen Zettel mit Zoll. Ja, hier steht aber nicht beschrieben. 365 Tage pro Jahr. Name des Lieferanten, ja, steht nicht drinne. Dann haben wir hier noch ein Ausklappheft von Samsung, was uns jetzt eigentlich auch überhaupt nicht interessiert. Dann nochmal ein Zettel, das ist das, was uns interessiert. Nochmal eine Wentry-Karte und nochmal ein Zettel, was uns auch nicht interessiert. Also Haufen Papier für einfach nur einen Monitor, den man anschließen kann. Ich hätte mir jetzt hier echt gewünscht, dass da mal ein DVI-Kabel mit bei ist. Nee, DisplayPort, Entschuldigung. Weil, zeige ich euch gleich. Wir machen gleich noch ein Zusammenbauvideo. Hier ist nämlich die Anleitung. Dass man auch ja nicht falsch macht. Ach so, gut, ich brauche nämlich das Styropor.
Okay, gut. Fast in etwa wie mein Monitor, mein Fernsehbildschirm. So, das war jetzt das Auspacken vom Monitor. Der ist auch richtig groß. Also ich hätte den jetzt nicht so groß gedacht, dass der so groß ist, aber der ist schon schön groß. Das ist schon mal schön. Vielleicht spiele ich denn doch öfters mal am PC. Beziehungsweise die PlayStation am PC, auch wenn es kein 4K ist, aber ich sitze direkt davor. Mal gucken. So, dann bin ich jetzt erstmal weg. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video, im Hardware-Video, wenn wir das mal aufbauen werden. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.